Herzlich willkommen wieder zu Standort. Und in dieser Corona-Zeit ist es ganz besonders wichtig für zum Beispiel Gastwirte. Was machen Sie, wenn Ihr Laden geschlossen wird? Über Wochen, Monate, was jetzt passiert ist? Wovon leben Sie? Wer zahlt Ihnen Schadensersatz? Gibt es sowas überhaupt? Da habe ich gedacht, da lade ich mal einen Fachmann ein und der sitzt heute bei mir. Das ist Herr Guido Kluck. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind Rechtsanwalt und Ihr Unternehmen, das gerade die Gastwirte berät, heißt Legal Smart. Das ist richtig. Sie helfen, wo einige sagen, es hat gar keinen Sinn. Das heißt, Sie haben sich spezialisiert genau auf diese Fälle, wo der Staat den Schlüssel umdreht und sagt, nun kommt mal alleine zurecht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder nicht? Wie helfen Sie denn da? Was kann man denn da überhaupt machen? Also zunächst muss man hier dann einen Antrag stellen an das jeweilige Bundesland auf diese Entschädigung. Das machen wir in erster Linie für die betroffenen Unternehmen. Das können Gastronomen sein, aber das können auch andere Branchen sein, die halt durch die jeweilige Allgemeinverfügung geschlossen wurden. Und nach dem Behördenverfahren kann es dann auch zu einem gerichtlichen Verfahren kommen. Kann? Kann. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Das heißt, zunächst einmal denke ich ja, also der Staat macht den Laden zu, ich sitze zu Hause, darf nichts machen, jetzt darf ich wieder aufmachen, aber nur 20% durch die Abstandsregelung. Wer keine Außenanlage hat, kann gar nichts machen. Ja, und drin reduziert sich das auf ein Minimum, was meistens die Kosten nicht deckt, die ich habe, wenn ich in der Küche koche. Aber der muss ja immer da sein. Und dann gehe ich hin zu Ihnen und sage, so, jetzt holen Sie mal Schadensersatz raus. Ist das so einfach, wie ich das jetzt darstelle? Wir haben versucht, den Weg für Betroffene so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, für unsere Mandanten soll es genauso einfach sein. Wir kümmern uns dann um den Rest. Juristisch ist das natürlich ein hochkomplexes Thema. Und neu, nicht? Und es ist vor allen Dingen neu. Es gibt nur sehr wenig Erfahrung in dem Bereich. Es wird einer Vielzahl an gerichtlicher Entscheidungen geben müssen, bis hier letztendlich dann der Bundesgerichtshof irgendwann entscheiden wird, wie diese Fälle zu behandeln sind. Es gibt ein einziges Urteil bis jetzt, das ist gerade erschienen, genau, in Hannover erlassen worden. Und das ist für die Gastwirte nicht gerade gut. Genau, das ist nicht glücklich gelaufen für die Gastwirte. Das Lächeln, sagen Sie mit einem Lächeln auf den Lippen, nicht glücklich gelaufen. Ja. Die Klage ist abgeschmettert worden. Ne? Genau, das Landgericht Hannover hat die Klage auf Entschädigung abgewiesen, hat die verschiedenen Anspruchsgrundlagen, die man in der Literatur unter Juristen durchaus sieht, wo man sagt, da kann man ansetzen, aufgrund dieser Regelungen müsste es eigentlich eine Entschädigung geben. Sind welche Regeln? Das ist zum einen die Situation im Infektionsschutzgesetz, die eigentlich überhaupt nicht vorsieht, dass in dieser konkreten Form per Allgemeinverfügung gehandelt wird durch den Staat. Und das Gesetz sieht an dieser Stelle keine konkrete Regelung vor, wie damit umgegangen werden soll, wenn der Staat das trotzdem tut. Aber im Infektionsschutzgesetz steht drin, welche Maßnahmen ergriffen werden dürfen? Richtig. Fragezeichen? Richtig, aber das Infektionsschutzgesetz hätte, wenn man es nach dem Wortlaut konkret angewendet hätte, hätte jeder einzelne Betrieb eine individuelle Verfügung bekommen müssen. Und wenn der Staat so agiert hätte, dann hätten die Betriebe, die geschlossen werden, die auch nur geschlossen werden dürfen, wenn es einen konkreten Krankheitsfall in dem Unternehmen gibt, dann hätten diese Unternehmen auch eine Entschädigung bekommen können. Oder gegen diesen Verwaltungsakt, ja, direkt Klage erheben können, Widerspruch. Genau, ganz genau. Diese beiden Möglichkeiten hätte der Gastronom gehabt. Aber der Gastronom wäre tatsächlich erst betroffen gewesen, wenn in dem Restaurant ein Corona-Fall aufgetreten wäre.
Und hier ist es so, dass der Staat ja mittels Allgemeinverfügung, ohne dass es konkrete Verdachtsfälle in den Unternehmen gab, und das betrifft halt, wie gesagt, Gastronomen, das betrifft Fitnessstudios, das betrifft Einzelhändler, das betrifft ganz viele Bereiche, wo es nie Verdachtsfälle gegeben hat, wo weder der Unternehmensinhaber noch irgendein Angestellter oder ein Kunde nachvollziehbar an Corona erkrankt war, dass trotz dieser Umstände, dass es überhaupt keine Situation gegeben hat, diese Betriebe schließen mussten. Das heißt, es hätte in jedem Falle ein Einzelfallverfahren geben müssen. Eigentlich. So wie es im Strafrecht ist. Ich kann nicht sagen, in eurer Straße ist ein Mörder, ja, wir kassieren euch alle ein, sondern da muss man den gezielten Griff, Einzelgriff machen. Genau. Und das ist Ihr Ansatz. Das ist einer der Ansätze. Es gibt eine Regelung zwar, die vorsieht, man darf auch per Rechtsverordnung agieren im Infektionsschutzgesetz. Allerdings sind da auch genau dieselben Voraussetzungen. Auch da müsste es sich eigentlich dann auf diejenigen Unternehmen beziehen, bei denen es Verdachtsfälle gibt. Also nur da, wo im Betrieb ein Fall ist, darf geschlossen werden, genau. So ist Ihre Meinung. Genau. Die Meinung des Gesundheitsministers war, weil es überall ist, wird alles dicht gemacht. Genau. Und dies ist ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen die Einzelfallprüfung. Nach unserer Einschätzung ja. Und der zweite Ansatz ist, dadurch, dass nur wenige Branchen betroffen waren, es gab ja durchaus Branchen, die weiterarbeiten durften, wenn die Abstände eingehalten wurden, alles was Handwerksbereiche angeht. Also es gab ja durchaus eine Vielzahl an Unternehmen, die auch während der Corona-Krise weiterarbeiten durften. Und durch diese Maßnahme, dass nur einige wenige Branchen betroffen sind, wird natürlich dann auch in den Gewerbebetrieb massiv eingegriffen und in die nach Artikel 12 Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit. Und wenn das ohne Verdachtsmoment oder ohne konkreten Anlass passiert, dann erbringen diese Unternehmen ein juristisch heißes Sonderopfer. Und dafür muss dann eine Entschädigung bezahlt werden. Das sieht das Gesetz und auch die Rechtsprechung eigentlich eindeutig vor, dass in solchen Fällen eine Entschädigungszahlung zu leisten ist. Aber sieht das Grundgesetz nicht genauso vor? Schutz des Volkes. Natürlich. Vor allem, da kann ich keine Einzelfallprüfung machen, sondern sage, wenn das so ist, dann muss ich eine Glocke über alle stülpen. Und dann sind auch die betroffen, die im Einzelfall nicht betroffen sind. Wie kommen Sie da raus? Da kommen wir insoweit raus, weil es ja mildere Mittel gegeben hätte. Man hätte mit Auflagen arbeiten können. Das, was man heute macht mit den Abstandsregelungen oder sonstigen Auflagen, die man den Betrieben hätte geben können. Also das, was man jetzt macht, hätte man am Anfang machen müssen. Genau. Vor allem, wenn es in den Unternehmen keine Verdachtsfälle gegeben hat. Denn auch heute ist es ja so, wenn in einem Unternehmen heute eine Corona-Situation auftritt und mit der Folge, dass ich das ja melden muss als Unternehmensinhaber, wird es dann eine Verfügung geben, wonach mein Unternehmen geschlossen wird und die Mitarbeiter in Quarantäne versetzt werden. Das hat sich ja überhaupt nicht geändert. Und insoweit handelt der Staat natürlich, wenn er in dieser Form handelt, auch rechtmäßig, einen Betrieb zu schließen. Das Spannende ist lediglich, dass in solchen Konstellationen das Gesetz eindeutig eine Entschädigungszahlung vorsieht und der Staat dann diese Entschädigungszahlung auch leisten wird. Und da ziehen Sie eine Analogie? Da ziehe ich eine Analogie, dass ich sage, wenn wir wenige Branchen oder einige Branchen verdachtsunabhängig schließen oder ein Berufsverbot mehr oder minder verhängen, dann muss es dafür auch eine Entschädigung geben. Ja, was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Und darauf basieren Sie. Haben Sie denn schon einen Prozess in Gang gesetzt? Wir haben einen Prozess in Gang gesetzt, der sollte auch Anfang Juli jetzt sollten die ersten Musterprozesse eingeleitet werden. Als wir dann, als absehbar war, dass das Landgericht Hannover jetzt zu Mitte Juli entscheiden wird, haben wir die Klagen noch zurückgehalten, weil wir zunächst abwarten wollten, was das Landgericht Hannover sagt.
Und jetzt sind wir gerade dabei, das Urteil auszuwerten und umzuformulieren, und, Ihre Klage. Entsprechend in unseren Musterklagen entsprechend einzuarbeiten. Kann denn, Musterklage ist eine Klage, die einen Einzelfall hat, wo sich aber alle, die ähnlich wie bei einem Muster davon betroffen sind, also quasi alle Gastwirte, können die sich jetzt bei Ihnen anschließen, wenn die anrufen, Herr Kluck, habe ich gesehen bei TV Berlin, ja, nehmen Sie mich mit auf die Liste, oder wie funktioniert das? Wir arbeiten da mit einem Prozessfinanzierer zusammen, der diese Fälle dann für uns übernimmt, also die Prozesskosten deckt, sodass wir diese Verfahren dann führen können. Und das heißt, ich zahle, wenn ich jetzt Gastwirt wäre, nichts? Genau, Sie zahlen nur dann, wenn erfolgreich eine Entschädigung erstritten wird. Sollte keine Entschädigung erstritten werden, dann zahlen Sie als Gastwirt oder als betroffenes Unternehmen tatsächlich gar nichts. Das ist Sinn und Zweck einer Musterklage. Genau, wir werden jetzt über die Musterklage die aufgetretenen Rechtsfragen über die Gerichte klären lassen. Und da sich diese Rechtsfragen natürlich in allen Konstellationen sehr gleichen, gehen wir davon aus, ja, die Ursache ist dieselbe, die Folgen sind dieselben. Genau, und wir gehen davon aus, dadurch, dass die Bundesländer natürlich auch rechtmäßig handeln müssen, wenn wir eine gerichtliche Klärung herbeigeführt haben, dass an der Stelle dann auch die Bundesländer entsprechend handeln werden und dort, wo Anträge gestellt wurden auf Entschädigung, nach einer gerichtlichen Klärung dann auch entsprechend gehandelt wird. Das geht jetzt erst los mit den Musterklagen und so. Und wenn Sie Gastwirt sind oder wenn Sie sowieso betroffen sind, es ist ja immer dasselbe Schema. Ja, darüber reden wir heute und jetzt machen wir eine kleine Denk- und Werbepause. Und dann sind wir wieder da bei Standard Berlin und bei mir ist Guido Kluck. Er ist von Legal Smart. Smart ist das neue Wort, das geht einfach, schnell und effizient, richtig? Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück bei Standard Berlin und zu Gast ist Guido Kluck. Er ist Rechtsanwalt und bei der Firma Legal Smart und er vertritt Gastwirte. Und alle, die von Corona betroffen sind, im Rahmen einer Musterklage. Und wie das geht, darüber reden wir heute. Wir haben schon gesagt, das Landgericht Hannover hat schon entschieden in diesen Tagen, das ging zu Ihren Ungunsten aus. Den Fall haben Sie nicht geführt, aber der ist natürlich für alle Anwälte, die sich auf diesem Gebiet jetzt tummeln, schon, sagen wir mal, richtungsweisend. Jetzt müssen Sie das aushebeln. Ja. Wo sind die Fehler im Urteil? Haben Sie schon gefunden? Das Urteil geht sehr dezidiert auf die verschiedenen Aspekte ein. Das muss man an der Stelle sagen, dass das Urteil dort zunächst sehr sauber gearbeitet hat, nach meiner Einschätzung. Am Ende des Urteils stellt das Gericht fest, dass es durchaus einen Eingriff in die Berufs- und Gewerbefreiheit gibt. Sieht aber den Staat trotzdem nicht in der Pflicht, eine Entschädigung zu zahlen, mit der Begründung, dass der Staat es schlicht nicht leisten kann und oder dass es dem Staat nicht zumutbar sein kann. Und das ist das Wort, dem Staat nicht zumutbar. Mhm. Und trotzdem muss man juristisch hier ansetzen, weil die Rechtsfolge eines Eingriffs, der im Zweifel nicht gerechtfertigt ist oder der vielleicht etwas zu weit gegangen ist, ist dann in der Rechtsfolge die Entschädigungszahlung. Und allein aus dem Umstand, dass die Gegenseite dass ihr das vermeintlich nicht zumutbar ist, befreit in der juristischen Systematik nicht davon, dass an der Stelle diese Schadensersatzleistung oder in dem Fall die Entschädigungsleistung zu zahlen wäre. Denn sonst könnte ja in jedem Zivilverfahren, wo eine Person von einer anderen eine höhere Geldforderung hat, nicht zumutbar. Dann sagt der Beklagte an der Stelle, das ist mir nicht zumutbar und kann das vielleicht sogar begründen, dass es ihn wirtschaftlich überfordern könnte. Und wenn dann ein Prozess gewonnen werden könnte mit einem solchen Argument,
da würde ja auch jeder sagen, das ist, das kann so nicht sein. Ja. Das Gericht muss ja erstmal das Recht sprechen und die wirtschaftlichen Folgen, die muss man sich an anderer Stelle angucken, aber dafür ist halt das Gericht nicht zuständig. Ja, was machen Sie denn jetzt, außer dieses Urteil auseinanderzuflücken? Also zum einen muss man sagen, sind die Allgemeinverfügungen sehr ähnlich gewesen, aber in Teilen unterschieden sie sich halt doch. Das heißt, wir sind gerade auch in der Auswertung, in welchem Bundesland wir tatsächlich klagen werden und haben das jetzt bei uns im Team einmal besprochen. Wir sind gerade noch in der Koordination mit anderen Rechtsanwälten, die auch diese Fälle bearbeiten. Denn es macht keinen Sinn, wenn 10 Anwälte in Berlin klagen und in den anderen Bundesländern keine Klärung herbeigeführt werden kann. Und da versuchen wir gerade mit den Kollegen uns abzustimmen, wo schon Klagen eingereicht sind oder wo jetzt Klagen eingereicht werden, damit wir möglichst ein Bild aus dem ganzen Bundesland erstellen können. Also so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es nicht. Es ist juristisch hochkompliziert. Ja. Und lieben Sie solche hochkomplizierten Fälle? Natürlich, es ist eine juristische Herausforderung. Man merkt, dass Sie schmunzeln. Ja. Sagte, das hat man ja nicht jeden Tag, nicht? Nein, das hat man auch als Anwalt nicht jeden Tag. Es gab durch die Corona-Situation viele Rechtsfragen, die aufgeworfen wurden. Und das macht natürlich Spaß als Jurist, so schlimm die Situation auch war. Als Jurist, der seinen Job gerne macht, ist es auch eine Situation, in der man mit diesen Herausforderungen durchaus umgehen können muss und auch daran ja durchaus Gefallen finden kann, einmal eine Herausforderung zu haben, die ich noch nicht in der Kommentierung finde. Ja. Ja, das gibt es nämlich noch nicht. Und Sie haben in Bonn studiert und in New York. Genau. Also ich war in New York eine kurze Zeit nach dem Studium. In Bonn habe ich studiert und in Bielefeld. Ja. Und in New York haben Sie als Rechtsanwalt gearbeitet? Nee, als juristischer Mitarbeiter. Ja. Und dann hatten Sie die Nase voll von amerikanischen Recht? Nein, aber... Das ist ja ein bisschen anders, nicht? Das ist etwas anders als das deutsche Recht. Da ist es natürlich dann so, wenn man deutsches Recht studiert hat, kann man insbesondere in Deutschland tätig sein und kann das deutsche Recht nicht eins zu eins auf die USA oder die amerikanischen Gesetze anwenden. Und deswegen bin ich auch nach einer durchaus tollen Erfahrung in New York dann auch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Aber ich hab mal gehört, als Anwalt verdient man in Amerika besonders gut, weil man nicht nach der Gebührentabelle bezahlt wird wie bei uns, sondern da vereinbart man das frei. Ja, das ist richtig. Die amerikanischen Anwälte dürfen ihr Honorar etwas freier verhandeln, als es in Deutschland der Fall ist. Insbesondere dürfen amerikanische Anwälte Erfolgshonorare deutlich freier verhandeln, als es in Deutschland der Fall ist. Das heißt, wenn ich 100% erstreiten will, kriege ich noch 1%. Ja, so dramatisch wird es, glaube ich, nicht sein. Da würde sicher kein Mandant darauf einlassen. Aber da sind die amerikanischen Anwälte, soweit ich weiß, freier als die deutschen Gesetze es vorsehen. Aber in Amerika, und deswegen bin ich darauf gekommen, nur um mal den Hintergrund zu klären, warum ich Sie gefragt habe, und über New York. Die Musterklagen sind ja eigentlich so etwas Besonderes für Amerika. Mhm. Gegen Volkswagen, gegen Daimler, gegen alle großen deutschen Unternehmen. Fangen irgendwelche amerikanischen Kanzleien an zu streiten. Da geht es ja um Milliarden. Das ist richtig. Das sind aber insbesondere die Sammelklagen, die es in dieser Form in Deutschland tatsächlich auch nicht gibt. In Deutschland gibt es seit einiger Zeit die sogenannte Musterfeststellungsklage, die auch etwas anders ausgerichtet ist als die Sammelklage, die man vielleicht aus dem amerikanischen Recht kennt. Hier geht es um eine Musterklage. Da wird es tatsächlich einen Kläger geben und über diesen Musterprozess werden dann die Rechtsfragen geklärt, während bei den Sammelklagen es eine Vielzahl an Klägern gibt. Und das ist hier, das unterscheidet sich einfach zwischen einer Sammel- und einer Musterklage. 40.000, glaube ich, oder noch mehr, genau. Bei Volkswagen. Ja, brauchen wir das auch in Deutschland? Wäre das in diesem Falle jetzt mit Corona hilfreich, wenn man sowas hätte in Deutschland? Ich glaube, dass es
das amerikanische Recht ist ein wirklich gänzlich anderes Rechtssystem und auch es gibt dort ein anderes Verständnis von Recht und Zugang zum Recht. In manchen Aspekten ist es sicherlich einfacher und ich glaube auch in Deutschland könnte die eine oder andere Reform hier den Zugang zum Recht erleichtern. Bis dahin muss man die Mittel nehmen in Deutschland, die man momentan zur Verfügung hat. Ja. Was macht Ihnen denn außer Corona am meisten Spaß? Sind Sie Strafrechtler, Zivilrechtler, öffentlich-rechtlicher? Ich bin Zivilrechtler. Wir haben eine Wirtschaftsrechtskanzlei, die viele Startups berät, viel im Medienbereich unterwegs ist und viel im Bereich Verträgen macht. Aber auch in arbeitsrechtlichen Sachen. Was machen die Startups falsch? Wenn die zu Ihnen kommen, ist ja irgendwas falsch gelaufen. Entweder ist ein Geld ausgegangen oder sie haben keinen Kredit gekriegt oder sowas. Und das ist immer eine Frage, die mich beschäftigt. Was ist der Grund, weshalb so viele Startups fröhlich an den Start gehen und dann nach einer kurzen Zeit auf dem Bauch landen? Es ist nur in geringen Anteilen, hat das rechtliche Gründe, warum diese Unternehmen dann vielleicht nicht weitermachen können. Ich glaube, viele Unternehmen haben Ideen, mit denen sie an den Markt gehen und vielleicht dort sich nicht durchsetzen können. Unsere Erfahrung im Bereich der Startups ist, dass Startups oft zu spät zum Anwalt gehen. Die Startups fangen oft schon an, weil sie begeistert sind, weil sie arbeiten wollen, weil sie mit ihrer Idee an den Markt wollen. Und hier treten dann leider immer wieder rechtliche Probleme auf, weil Startups auch in ihrer Begeisterung manche Sachen nicht gesehen haben oder nicht bedacht haben. Zum Beispiel? Ist der Klassiker, dass es keine ordentlichen AGBs gibt, sage ich mal. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Jeder, oder das Kleingedruckte, wie wir sagen. Und natürlich dann alle Verträge, die man dort schließt, mitunter auf wackeligen Füßen stehen könnte. Aber das betrifft auch Arbeitsverträge, das betrifft den Gesellschaftsvertrag der Gründer. Und gerade wenn Investoren reinkommen, sollte es hier dann auch saubere Regelungen geben, die von den Startups dann in den Verträgen drinstehen, um ihnen ein langfristiges Wirken ermöglichen zu können oder einfach um Regelungen zu schaffen für den Fall, dass es mal zu Problemen kommt. Und daran denkt man doch nicht. Daran denkt man nicht und im besten Fall treten diese Probleme auch nicht auf. Aber erfahrungsgemäß treten sie in recht vielen Startups irgendwann auf. Und wenn dann eine unsichere Rechtslage geschaffen wurde, weil Verträge nicht gemacht wurden, weil man es per Handschlag gemacht hat, dann möchte auch vielleicht der eine oder andere sich nicht mehr daran erinnern, was er mal gesagt hat. Anders gemeint. Genau, da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen, die dann auftreten können. Und dann wird es natürlich schwierig, da saubere Regelungen hineinzukriegen in solche Startups. Es macht es einfach schwieriger. Hat sich Berlin als Startup-Stadt gehalten oder ist das im Abklingen oder wird es mehr oder ist das nur ein Wunschtraum, dass Berlin die Stadt für Startups Gründung sind? Ich glaube, in Deutschland oder überhaupt hat Berlin durchaus den Ruf, eine sehr startup-freundliche Stadt zu sein. Es gibt sehr viel kreative Menschen in Berlin, es gibt viel Innovationsgeist in Berlin. Und insoweit glaube ich, dass Berlin schon zu Recht den Ruf einer Start-up-Stadt hat. Natürlich muss man schauen, dass man das auch entsprechend weiterentwickelt und diese Möglichkeiten weitergibt oder dass sie weiter bestehen bleiben. Denn andere Städte sind da ja durchaus auch mit Konzepten. Kann nicht sein. Berlin liegt vorne, höre ich immer. Das ist richtig, aber es gibt durchaus Städte, die da versuchen, sehr günstige Situationen für Startups zu schaffen, um Startups auch in ihre Städte zu locken. Und da muss man natürlich dann auch schauen, ob das langfristig für Berlin so bleibt. Ich hoffe es natürlich. Ja. Die Hoffnung haben wir alle. Wir sind am Schluss der Sendung. Ich bedanke mich bei Guido Klucke, er ist Rechtsanwalt bei Legal Smart. Und wir haben gesprochen über Ihr besonderes Projekt, Gastwirte, die
aufgrund der Corona-Krise doch in ihre eigene Krise gekommen sind, wie man denen helfen kann und über über Startups in Berlin. Berlin ist immer noch die Startup City, das soll es auch bleiben. Vielen Dank, dass Sie hier waren, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag, wie immer 18.15 Uhr oder 18.30 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.